herzlich willkommen zum Chakra Elevation Summit. Mein Name ist Clara Fink und ich freue mich riesig, denn ich habe heute Amelie Hünecke im Interview zu Gast. Also du hast total recht, das ist erstmal das Thema, also dass man feststellt, wenn man reingeht in die Materie, es gibt sehr vielfältige Auffassungen darüber, wie da so die Zuordnungen stattfinden. Und vor allen Dingen müssen wir dann auch nochmal ganz klar unterscheiden. Wir sprechen dann einmal jetzt über diese Planeten, aber in der Astrologie gibt es ja noch, und da gehen wir schon Richtung Astromedizin, was allerdings eben nochmal ein eigener Fachbereich ist, also das sei an der Stelle auch erwähnt. Und da geht es zum Beispiel auch darum, die Tierkreiszeichen, diese 12 Archetypen, die wir im Tierkreis finden, auch die bekommen gewisse Zuordnungen. Wir haben ja die Planeten, die dann sozusagen auch in gewisser Weise über Zuordnungen erfahren, zu gewissen Qualitäten, also Tierkreiszeichen, und dementsprechend analog als Brennpunkt dieser Energie auch zugeordnet sind. Und wenn wir mal einsteigen mit dem Zentrum, und ich denke, da liegt doch sehr viel Übereinkunft bei diesem Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Sonne starten, ja, was ja diesen König im Geburtshoroskop, und da sprechen wir über die Sonne als Zentrum. Das heißt, es ist auch astrologisch gesehen dieser gebundene Wille, den wir dort finden. Und da haben wir gerade auch schon gesagt, es ist dieser Solarplexus, der da tendenziell auch gedeutet wird. Du hast ja gerade schon auch wertvolle Impulse vorab genannt, dass natürlich auch dieser Solarplexus durchaus auch noch anders betrachtet werden kann. Aber sagen wir mal so, okay, wir sprechen über ein Energiezentrum, was wirklich sehr entscheidend ist. Weil was in der Astrologie, wenn wir von dem geozentrischen Weltbild ausgehen, also wir betrachten von der Erde aus den Kosmos und schauen, wie das auf uns wirkt. Und da spielen Sonne und Mond eine gleichwertige Rolle. Auch wenn die Sonne natürlich um einiges massereicher ist und der Mond eigentlich nur so ein Erdtrabant ist. Aber von der Erde aus gesehen sind das fast gleich große identische Lichter, die sozusagen dieses weibliche und männliche Prinzip auch dargestellt haben. Und zum Beispiel sehr bei dieser Vorstellung, oder das resoniert bei mir sehr stark, dass ihr zum Beispiel den Planeten Uranus, also der wird dem dritten Auge zugeordnet. Also sagen wir mal so, ab dem Moment, wo wir diese Öffnung sozusagen auch generieren können oder wo wir anfangen, sozusagen uns diesen Welten zu öffnen oder da vielleicht sogar reisen zu können oder uns da auch energetisch aufzumachen. Das fängt ja sozusagen hier an, dann haben wir noch das Kronenchakra und das sind dann so wirklich so diese höheren Ebenen. Und da finde ich es dann spannend, weil auch bei der Astrologie sozusagen der Saturn als der letzte sichtbare Planet, der die Matrix sozusagen symbolisiert, auch diese Grenzen und dieses Materie an sich, hat die traditionelle Astrologie noch mit als letztes sozusagen, als letzten Planeten gehabt oder hat ihn mit in die Deutung einbezogen und ab dann wird sozusagen unsichtbar. Weil Uranus wurde erst so im 18. Jahrhundert dann entdeckt mit fortschreitender Technik, dann kam Neptun dazu, dann kam Pluto dazu. Und das hat ja symbolisch für uns auch die Bewusstseinsräume dann erst eröffnet. Also dieses Entdecken eines Planeten ist ein Spiegel für uns als Kollektiv, dass wir diese Räume aufmachen. Und das ist dann spannend, weil ich denke, Uranus hat eben diesen, das ist so dieser kosmische Blitzschlag sozusagen, könnte man ihn auch beschreiben, der diesen Genius irgendwo, ja, diese kosmische Eingebung symbolisiert. Das ist der Kreis mit dem Punkt und der Pfeil, der gerade nach oben geht. Also heißt die Anbindung nach oben, die kosmische Anbindung. Und da ist für mich das eine sehr, sehr gute Zuordnung, weil das ist genau das. Also da kriege ich so meine, da habe ich sitzt die Intuition, da habe ich so dieses. Die Zirbeldrüse, ne? Dieser die kleine Punkt letztendlich inmitten unseres, genau. Ne? Der uns ja total mit oben verbindet. Musste ich gerade sofort dran denken. Genau, ja, danke für den Hinweis. Genau, absolut. Das ist, und das finde ich persönlich eben auch sehr stimmig. Ja, so, das ist der erste Planet, der so dahin hinter Saturn kommt, der es aufbricht, der die Materie aufbricht und uns mit dem Kosmos in Verbindung bringt. Also ich bin einfach so, muss ich sagen, auch echt erfüllt. Ich fand unser Gespräch wunderschön. Ich fand die Fragen toll und auch herausfordernd, die du gestellt hast. Ich finde es mega, dass du da so reingehst. Auch da spürt man einfach, ja, da geht es um das Dahinter, es geht um Tiefe, es geht wirklich darum, mal Licht in das Thema zu bringen, was eben echt auch gar nicht so einfach ist. Und deswegen bin ich dir total dankbar, dass du das als Kongress da ins Leben rufst und einfach den Raum schaffst, dass das möglich ist. Und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die, ja, so für diese Schöpfung sozusagen, die du da kreierst und dass das alles zur Sprache kommen darf. Ganz lieben Dank. Danke. Musik